Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge NHL 24 Goalie Mode mit mir und dem Anaheim Ducks. Ja, erstes Vorbereitungsspiel. Wir stehen jetzt auf dem Eis als Torhüter, dürfen uns beweisen, ob es denn für die NHL reicht oder ob wir dann doch eher in die Dings müssen, in die AHL. So. Anaheim fand ich damals cool, als wir noch die Mighty Ducks waren. So, meine erste Parade im... Ja, na klar. Was macht denn der noch an der Bande, ey? Das ist so zum... Und dann schießt er mir an den Schlittschuh und ich lege mir den selber hin. Herzlichen Glückwunsch. Aber warum verlieren meine immer den... Ich guck an der Bande. Warum können sie sich an der Bande so gut wie nie durchsetzen? Ach ja. Hier schon wieder. Mann. Boah, ist ja der Kopf über die Bande geschlittert. Das sah nicht gut aus. Also die machen zwar viel Alarm, aber... Jawohl. Ich wollte gerade sagen, nicht raus, aber gut. Da wurde ich gerade eines Besseren belehrt. Das ist auch gut so. Wer war das? Maxim Comtois, okay. Im Powerplay. So, hier sind ja nicht mehr so, dass er dann... Man hat sich ja, bin ich nicht der einzige Torhüter, der sich den selber rinlegt. Bin ich ja zufrieden. Ich weiß gar nicht wie. Jawohl, nee, gibt er nicht, okay. Okay, ist ja nicht wie Anaheim diese Saison performt. Ob sie abliefern oder ja. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, es geht schon wieder los. Nice play, short-handed as they get control of the puck.
Oh, Jack Eichel. Ja, so setzt man sich an der Bande durch. Geht doch. Well, you can see the entire PK unit. Their heads are on a swivel, straight line skating, and they're able to get that puck. And because they're looking and aware, they're able to find the white ice and get it 200 feet down. Takes a shot, gets in front of it. Anaheim's got a chance to work the transition game now, shorthanded. Trying to get the puck out of his own end. And they get it out. Skates to the crease. Along the boards, they battle for the puck back and forth. Vegas looks to get things going now with the puck. Streaking through center, they go on the attack. Moves it to the middle. Long shot. Handles the puck. Looks to set up at the point now. Play is called for offside. Jetzt haben sie sich gerade ein bisschen schwindelig gespielt. Noch 4 Sekunden, dann geht's wieder mit 5 gegen 5 weiter. Job by this PK unit, James, just negating scoring opportunities. Good goaltending as well, gotta be your best killer, but finding ways to get it down the ice and keeping this game tied. Trotzdem kann er am Puck bleiben, das sind so Sachen. Wer ist denn eigentlich mein Gegenüber? Noch gar nicht gesehen. Anstatt dass der dann zum Puck geht. Mann, ey. Also spielen gar nicht schlecht, spielen schön nach vorne. Nur man merkt, die haben eben halt da einen ordentlichen Torhüter zwischen den Pfosten. Trotzdem fängt er sich jetzt gerade ein Tor. Cool. Nehme ich natürlich super gerne mit. Oh! Da will sich jemand beweisen. Turm und Foul an. Assist. Hier. The Ducks take it along the wall. Rocks him on the play. Stevenson's got the puck in his own zone. Oh, excellent use of the stick as he knocks that one away. Quick pass to Fowler. The Ducks are on the attack. And he loses control of the puck. Den hat er mal schön hochlaufen lassen. Da war die Haltestelle vom Bus. Aber so ein munteres Spielchen, muss ich echt sagen. Boink. Hat dann aber schön. Was ist der denn da? Ah, rein mal. Nicht verwandt und nicht verschwiegert mit dem Nürnberger Reimer.
fühlen mal nach dem Drittel. Das sind ja Sachen, die kenne ich überhaupt nicht. Seen a pretty good sample size already played thus far. Cheryl, your assessment. Reimer's been so dialed in right from puck drop, and really the only player that has been, he has been under siege. Yes, they're trailing, but they still have an opportunity to get back in this game because of him. Levo's lugging the puck. Wie ist er mal Lino? Und dann denken wir, seit wann ist er zum Eishockey gewechselt? Ui, jetzt hatte ich aber gerade Glück. Da rutscht der mir doch glatt durch, verdammte. Das ärgert mich gerade. Der war haltbar. Dann rutscht er mir durch und der kann sich dann schön den Rebound nehmen. Ach Mann, oh, das ist so ärgerlich. Das Spiel macht Spaß, also. Geht schön hin und her und ja. Zwar zwei Kaktore gefangen, aber gut. Auch das gehört zum Lernprozess dazu. Schöne Puck geholt, aber muss ich sagen. Schöne Puck verloren, muss ich sagen. Nicht die Eistest von Pietrangeli sehen, der ist ja, führt immer auf dem Eis. Dann hätte aber Trick. Und er geht. Ein Golden Knight muss auf die Strafbank. Der darf sich jetzt auf den Thron setzen. Den Strafthron. So, komm, mach mal hin hier, wir haben es eilig. So, wird wohl Zeit für den Sneakers, wenn es mal wieder länger dauert.
continue to try to kill off this penalty. The Ducks win the draw. Makes a move in front. Turns it away. Der war aber nicht hier platziert. Hat er ja in die Fangen geschossen. Die Kette steigen, wenn er jetzt hier ein Powerplay-Tor macht. Könnte er gerne tun. Na, geht doch. Captain, mein Captain. Sehr schön. Adam Henrik. So, wir führen. Erstmal. Wieder. Und Kontra, du willst doch bestimmt noch deinen Hattrick machen. Ich könnte steigen. Hui. Was ist er denn da hinten? Oh, was? Die spielen die da hinten für einen Blödsinn manchmal zusammen. Mann. Na, herzlichen Glückwunsch. Nee. Wir haben ja. Ja, super. Ich sag euch gleich, wie wir drin ist. So, jetzt haben wir die Chance, die Führung auszubauen. Hoffen wir mal, dass sie genutzt wird. Boah. Haben aber auch Chancen. Aber der Torhüter ist eben halt, wie gesagt, kein schlechter. Ey, sag mal! Ist ja nicht so, dass der nicht erreichbar gewesen wäre. Jawohl, Strom! Sehr schön und ach ja, sehr schön. Ja, Beinstellen. Das Drittel, das nie zu Ende ging. And they win the draw on their own end. Trying to clear the zone. Oh, and they can't get it out as they're still stuck in their own end. Yeah, and this is a tough one. Now they're fatigued, James. They had an opportunity to get it 200 feet down the ice. Now they're back on their heels. So, Hälfte rum von der Strafe. The Golden Knights gonna work on offense. Huge steal in his own end. Jawohl, schön raus. Super. Tries to get this man advantage going from their own end now. Vegas moves ahead with the puck.
with possession along the wall. Just up to the puck, but still maintains possession. Penalty coming up. Whistle blown, stopping the play. Oh, Strafzeit gegen die Golden Knights. Das heißt, das hat ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe, hoffe ich. Jetzt haben wir nämlich Überzahl. Boah, was sind denn das für Pässe? Ne, gibt da nicht. Schade, schade, Marmelade. Hätte ich gerne gehabt. Bei ein 5-2 würde unsere Siegchancen ja dann doch schon erhöhen. Oh, noch eine Strafe, cool. Da steht eine Mayonnaise mit. Mayo. Cool. Das Drittel hat mir sehr gefallen. Also eigentlich gefällt mir das ganze Spiel bisher. Nicht nur, weil wir führen, sondern weil ich auch eine echt ordentliche Leistung abgebe. Ja, die zwei Kacktore passiert. Kommt in den besten Familien vor. Auch wenn mich das natürlich ärgert, wie sie entstanden sind, aber das gehört halt zum Lernprozess. Jetzt sehe ich, dass wir 5 gegen 3 haben. Jetzt nicht mehr. Jawoll! 5 gegen 2. Mason McTavish. So liebe ich mir das. Jawolla! Das ist schön. Gefällt mir. Troy Terry. Mann und Frau. Ach, Schiebkram, aua. Hätte mich noch um. Mayonnaise hat er jetzt voll wie Eichel-Mayonnaise. Ich hätte jetzt noch nicht gewusst, wie ich das heute verhindern können. Aber gut.
as the play's blown dead. Na, danke. Nicht mehr bloß. So gut. Und wieder Beinstellen. So, Beinstellen muss ich wirklich ein bisschen runterschrauben. Habe ich nicht gemacht, ja, weil ich jetzt erstmal die abwarten wollte, wie es sich in der NHL macht, aber das ist doch ein bisschen. Vegas gains control of the puck. Through the neutral zone now, picking up steam. And they'll battle for that loose puck along the boards. Vegas gains control of the puck. War mein Fehler, ich hab nicht gewusst, wo der Puck war. Als ich gesehen habe, dass der drüben war, war schon zu spät. Einmal haben sie das Spielen verlernt. Keine Ahnung. Ja. Erzählt Kehm, dass er 4 Tore vor waren. Ich bin viel zu langsam. Und jetzt hat er ja nicht reagiert beim zweiten Sieg, wie er nach links wollte. Mann, 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 ey. Aber auch das ist ja, das kennen wir ja schon von den letzten Jahren von EA Sports. Ob nur bei FIFA in der zweiten Halbzeit oder beim Eishockey im letzten Drittel, die drehen auf die Gegner. Deine können gar nichts mehr. Aber Momentum gibt's ja nicht bei EA. Wir kriegen nichts mehr auf die Reihe. Mal gucken, ob ich irgendwie die Reaktionszeit von meinem irgendwie hochstellen kann, weil jetzt gerade beim letzten Tor, das war ja wirklich nervig. Ich habe gesehen, dass der rüberpasst und ich konnte nichts mehr machen. A
fake faceoff here inside the offensive end. The Golden Knights win the draw. Now let's see what they can do with it. Too many bodies in the way. Slides the puck ahead into the neutral zone. He's got a stick. He scores. Jawohl, McTavish. Oh. Das war wieder ein bisschen Luft zu Tore Unterschied. Anaheim's not far from the finish line here as they lead it late in this third. The Ducks win the draw. Good fight for the puck along the boards. Looking to make something happen along the boards. Hey. Nee, vor allem, weil frag mich, was macht denn die Verteidigung? Ist die überhaupt da? Ist sie schon Kaffee trinken? Meine Fresse, ey. Wie schön sie mitfahren. Nur nichts machen. Mann, Mann, Mann. Und so was immer im letzten Drittel. Das soll nicht auffällig sein. So, wir kennen ja von dem Champions Hockey League Spiel, ne? Wo sie da. Wie kann man so den Puck verlieren, ey? Verdammte Axt, das gibt's doch ja nicht. Mann, 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 ey. Können Sie mir hier auch nicht erzählen von wegen, ja, das hat was mit der Mannschaft zu tun. Nee, das hat was mit der Programmierung zu tun. Kann nicht sein, dass die gegnerische Mannschaft immer einen Schub kriegt, kurz vor Ende. Mann, Mann, Mann. Paraden mit 26 Schüssen, naja, doll ist nicht. Aber wir haben unser erstes Spiel gewonnen und das ist wichtig. Da kann man drauf aufbauen. Look, I get the kid had a tough night in goal. I get it. You know, looked a little overwhelmed. Maybe a little stage. Vegas ist ja nur auch nicht irgendeine ja, aber hier, ne, alles gesamt C minus. Ja, da kann than what, one game? All right, let's give him a chance. Yes, it didn't go smoothly for him. No, he didn't have a shutout. Wasn't perfect. But I like this kid. I've been a fan on him for a while. Just give him some time. Let it play out. It's a preseason game. We're talking exhibition. So, jo, dann sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Vorbereitungsspiel. Bis dahin, tschüss, euer Hightower.